Hallo zusammen, schön, dass ihr einschaltet zu meinem dritten Video für heute. Ja, und wenn ihr vielleicht im Titel gesehen habt, handelt es sich dabei um meine zweite Bestellung bei Sniff My Tarts. Das ist eine Firma aus den USA. Ja, meine erste Bestellung ist, glaube ich, im Oktober 2014, wenn ich mich nicht täusche. Das ist so ein Custom Opening gewesen. Und dort habe ich, glaube ich, auch etwa ein halbes Jahr müssen warten, bis ich die Bestellung bekommen habe. Ich habe aber auch recht viel bestellt. Und darum sind da eigentlich nicht mehr bestellt, weil ich wirklich noch viele Sachen von ihnen habe. Und diese Bestellung ist jetzt eigentlich auch noch zustande gekommen, weil ich ja mal in einem Gewinnspiel einen Gutschein von 20 oder 25 Dollar gewonnen habe. Und den Gutschein eigentlich auch einsetzen für diese Bestellung. Aber ja, irgendwie habe ich dann die Bestellung doch zahlt und dann wäre es, glaube ich, zu aufwendig gewesen, um da wieder alles irgendwie rückgängig machen. Und ja, dann habe ich es halt sein lassen. Und jetzt habe ich halt gleich immer noch den Gucci. Ja, das ist auch ein spezielles Custom Opening gewesen, nämlich nur für Custom Loaves. Und wenn ich mich nicht täusche, hat man, glaube ich, maximal zwei pro Kopf können bestellen. Also ich habe zwei bestellt. Und die wird ihr jetzt gerne zeigen. Zuerst aber zu den Goodies, die sind auch mega fein. Da habe ich zum einen so ein Chunklet bekommen in der Duftrichtung Pink Sugar, Marshmallow Cake und Sweet Lavender. Eine Kombi, die fantastisch schmeckt. Der ist auch ganz herzig verziert und ja, der wird garantiert verdüfteln. Und dann habe ich noch so ein recht grosses Tartlet bekommen. Und das in der Duftrichtung Pink Sugar, Peppermint und Serendipity. Und Serendipity habe ich ja nicht so gern, aber die Mischung zwischen diesen drei Düften ist echt sehr gut. Man schmeckt den Serendipity noch raus, aber eindeutig dominierend ist da die Pfefferminz und die ist recht scharf. Und dann mit dem fruchtigen und dem leichten Pink Sugar, also ist wirklich ein gutes Trio und der werde ich darum sicher auch selber verdüfteln. So, und dann kommen wir zu meinen zwei Loaves. Also, das wird sehr ein kurzer Haul. Und die erste ist eine Duftkombi, wo ich mir haben wollte nachmachen lassen von einem anderen Shop. Also, ich hatte einen ähnlichen Duft mal von Front Porch gehabt und habe mir den jetzt so in etwa mischen lassen. Und das ist eine Mischung aus Pink Sugar, Warm Vanilla Sugar und Peppermint. Und der duftet sensationell. Leider kommt in kalten Pink Sugar nicht so stark raus, aber der Warm Vanilla Sugar schmeckt mir recht gut, obwohl sie wirklich eine ziemlich scharfe Pfefferminznote haben. Oder ein scharfer Pfefferminzduft. Aber da bin ich mir garantiert sicher, dass das sehr lecker in warm wird. Und was ich bei ihnen so herzig finde, sie haben so ganz kleine Chunks im Vergleich zu anderen Firmen. Also sieht wirklich herzig aus. Und ja. Also sehr ein frischer Duft, leicht parfümig, aber ganz, ganz lecker. Ja, und die zweite Loaf. Ja, da passiert halt, wenn man ein viel Wachs bestellt und dann, wenn es dann noch so Bestellungen sind, die eben ein längere Lieferzeit haben, dann ja, kann es passieren, dass man vergisst, dass man sowas schon bestellt hat und dann nimmt es anders was Ähnliches bestellt. Also ich habe ja vorher meinen Tiffany Candles Haul abgedreht und dort habe ich eine ähnliche Loaf, weil ich habe mir da mischen lassen, den Duft Pink Sugar und Rosemary Mint. Eine Kombi, die ich sehr gern habe. Aber man schmeckt recht den Unterschied zu Tiffany Candles. Weil ihren Rosemary Mint, also von Sniff My Tarts, ist eher ein sehr scharfer Duft, geht wirklich in die Nähe von Pfefferminz. Hingegen der von Tiffany Candles ist eher, finde ich, so frisch süßlich. Und sehr einen eigenen Duft, also ja, ich finde hat gar nicht von Pfefferminz und der da ist eher ein bisschen scharf,
Und auch da Pink Sugar jetzt in Kalt. Nicht wirklich wahrnehmbar. Und ja. Also ich liebe ja die Duftkombi, darum macht es mir nichts aus, dass ich jetzt zwei ähnliche habe. Und bin dann sehr gespannt, wie der in warm ist, aber der wird mir garantiert auch gefallen. Ja, und da wäre es schon gewesen, klein, aber fein. Und wie immer wird es euch ja gleich zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns sicher bald wieder. Bis dann, hebt euch Sorge, macht's gut und tschüss zusammen.